heute sind wir wieder mit einer neuen Folge dabei bei Macht mit, Macht nach, Macht besser. Ich bin Monja und natürlich möchte ich heute wieder mit dir tanzen. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei. Als allererstes wollen wir heute das Lauflied tanzen. Dazu laufen wir ganz viel durch die Ecke. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Platz dafür. Achtet auf mich, was ich mache. 1, 2, 3, 4, seid ihr alle hier? 6, 7, 8, seid ihr aufgewacht? 9, 10, 11 und 12, hey, ihr seht es ran, wir fangen heute mit Spaß und die Stunde. Okay. Schön wie du tanzt, schön wie du, wie du, wie du, wow.
paar Sekunden und sind dann ganz verschwunden. Wir laufen! Auf der Stelle laufen! Und wir laufen! Schultern tanzen, die Schultern tanzen. Erinnert euch noch an das letzte Mal, wo wir uns gedehnt und gestreckt haben? Das machen wir heute nochmal, damit wir schön beweglich bleiben. So wie letztes Mal, als wir auf den Boden gekommen sind. Das machen wir heute nochmal. Ich habe mir ein paar neue Übungen für euch ausgedacht. Guckt einfach auf mich, wie wir das machen wollen. So, als erstes strecken wir uns wieder bis zur Decke. Gebt mal auf eure Zehenspitzen. Sehr gut. Und kommen wir auch nochmal an den Boden an, ohne die Füße zu knien, ohne die Beine zu knicken. Sehr gut. Jetzt wollen wir uns wie ein paar Tiere bewegen. Macht mal ein Flamingo. Kennt ihr die aus dem Zoo? Und jetzt strecken wir euer Bein zur Seite. Sehr gut. Jetzt machen wir auch die andere Seite. Und das Bein wieder zur Seite strecken. Sehr gut. Jetzt wollen wir nochmal wie den Hund, den wir letztes Mal hatten, das Dreieck nach vorne krabbeln und den Popo ganz nach oben strecken. Und diesmal nehmen wir noch das Bein dazu. Und das andere Bein. Das macht ihr super. Jetzt stellen wir ein Bein nach vorne und ein Bein lassen wir hinten.
Habt ihr das? Dann könnt ihr jetzt die Arme nach vorne und nach hinten strecken. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir, etwas nach hinten zu erreichen. Streckt euch mal ganz doll. Denkt dran, das Bein bleibt hinten gerade. Sehr gut. Und jetzt drehen wir uns auf die andere Seite. Denkt dran, Bein hinten gerade lassen. Und die Arme ausstrecken. Und jetzt versuchen wir, das zu greifen. Wie ein Tier, das da vorne im Busch steht, das zu essen holen möchte. Super. Jetzt legen wir uns auf den Boden und wir wollen eine Schlange sein. Wir machen uns ganz gerade, die Hände kommen vorne unter die Schultern und wir drücken uns hoch, wie eine Kobra. Sehr gut. Und versucht mal mit euren Füßen, ob ihr an den Kopf kommt. Ich kann das nicht mehr. Sehr gut. Und jetzt wollen wir uns so klein machen wie eine Maus. Wir gehen nach hinten und machen uns ganz klein. Und dann strecken wir mal die Hände nach vorne und drücken uns nochmal nach hinten. Jetzt wollen wir nochmal eine Katze machen, wie beim letzten Mal. Ein Katzenvogel. Und nach unten. Wir drücken Kopf nach oben. Und nochmal. Okay, und? Kopf nach oben. Sehr gut. Jetzt wollen wir uns nochmal hinsetzen und die Beine nochmal auseinander machen. Guck mal, ob ihr die heute schon weiter auseinander schafft wie letztes Mal. Und wir kommen als erstes wieder zum Fernseher. Sehr gut, komm zu mir. Und jetzt wollen wir natürlich unsere Beine wieder kuscheln. Erst das eine Bein und dann das andere Bein. Und schaffen wir es auch, beide Beine anzupassen. Das macht ihr sehr gut. Und ganz zum Abschluss wollen wir nochmal eine Kerze ausprobieren. Dafür legt ihr euch auf den Rücken und versucht mal die Füße zur Decke zu bringen. Mit den Händen könnt ihr euch unterstützen. Das macht ihr super. Und vorsichtig wieder runter. Das war's für heute mit den Diäten. Dann mache ich euch das vor. Auf geht's!